In diesem Video geht es um meine Top 3 Fehler bei Imagefilmen. Legen wir direkt los. Fehler Nummer 1 ist, dass Sound unwichtig ist. Schaut euch einfach mal diesen Trailer an ohne Sounddesign und den mit Sounddesign. Genau, also ihr hört schon, Sound spielt eine riesige Rolle, deshalb nehmt euch wirklich die Zeit im Schnitt, dann das Ganze nochmal mit Sound zu verfeinern. Fehler Nummer 2 sind Zoom Transitions, also sowas passt wahrscheinlich eher zu Imagefilmen oder zu Lifestyle-Filmen, aber zu Imagefilmen, wo Unternehmen mit einer Reputation auf euch zukommt, wollt ihr sowas wirklich nicht machen. Da ist viel, viel wichtiger, dass das Bild richtig ist, dass die Lichtsetzung richtig ist, dass die Story richtig ist und so weiter und so fort. Und dann arbeitet ihr da wirklich sauber Schnitt, Schnitt, Schnitt und ohne rumfliegende Zoom-Transitions. Das sieht dann einfach irgendwie auch nur billig aus. Kommen wir zu Fehler Nummer 3 und das ist cheesy Musik. Jeder kennt es ja. Oh, das ist die Musik 0815 Imagefilm. Sowas wollt ihr echt vermeiden. Heutzutage gibt es wirklich richtig gute Plattformen wie Epidemic Sound, wie Artlist, wie Musicbed, Soundstripe und so weiter und so fort, wo man mit einem monatlichen Abo sich richtig gute Musik herholen kann. Ich persönlich nutze hauptsächlich Epidemic Sound. 30 Tage kostenloses Abo ist auch unten verlinkt, wenn ihr euch das mal anschauen wollt. Da habe ich wirklich eine gute Auswahl an Musik und Soundeffekten und kann da wirklich viel mit machen. Bonustipp Nummer 4 ist einfach Interviews werden nicht richtig gemacht. Interviews sind in jeder Art von Imagefilm einfach wichtig. Da gehört viel dazu, Komposition, Licht, Ton und so weiter und so fort. Sowas muss sitzen. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie ihr das richtig machen wollt, ich habe einen Kurs darüber gemacht, zusammen mit dem Sven Sulik, ist unten verlinkt, schaut es euch gerne mal an.